Guten Appetit. 1,5 Millionen Euro in 4 Minuten und 20 Sekunden. Das ist mal eine Leistung. Und das hier? Das ist ein Buch mit Porträtfotos. Diese Porträts zeigen junge Menschen, sie zeigen die Gesichter des Krieges in der Ukraine. Gesichter, die Leid und Verzweiflung widerspiegeln. Gesichter von Kindern, die getrennt sind von ihren Eltern, von ihren Verwandten, von ihren Freunden. Kinder, die ihr Zuhause verloren haben, die auf der Flucht sind. Die nicht mehr unbeschwert spielen können, weil sie jeden Moment mit der nächsten Rakete, mit der nächsten Bombe rechnen müssen, weil sie Angst haben vor dem Krieg. Kinder, die der Krieg zu Waisen gemacht hat. Und diese Kinder brauchen uns mehr denn je. Ein Waisenhaus in der Westukraine. Bisher wurde dieser Ort von russischen Raketen verschont. Eine schützende neue Heimat für Kinder, die alles verloren haben. Ihr Zuhause, ihre liebenden Eltern, Freunde und Geschwister. Alisa ist mit ihrem Bruder und den zwei kleinen Schwestern den Kämpfen in der Stadt Dnepro entkommen. In einem Bunker hat die 12-Jährige den Ausbruch des Krieges hautnah erlebt. Nachts träume ich, wenn eine Rakete in unser Haus einschlägt, in dem wir zusammen gewohnt haben. Das macht mir große Angst. Und dieser Albtraum kommt immer wieder. Mit ihren drei Geschwistern lebt Alisa jetzt in diesem Waisenhaus. Durch die Wirren des Krieges haben sie ihre Eltern verloren. Die Grausamkeit des Krieges verarbeiten die traumatisierten Kinder in der Maltherapie. Psychologin Natalia Wolinskaya weiß, welcher Druck auf den Seelen der Kinder lastet. Ich wünsche den Kindern, dass sie irgendwann wieder zurück nach Hause können, das hoffentlich noch steht, und zurück zu ihren Lieben, wenn sie noch leben. Durch den Krieg ist auch das Gesundheitssystem in der Ukraine zusammengebrochen. Die Hilfsorganisation FRIDA, die von Ein Herz für Kinder unterstützt wird, bringt medizinische Hilfe in das Waisenhaus. Zum ersten Mal seit über einem Jahr werden die Kinder untersucht und behandelt. Diese Ärzte und Medizinstudenten helfen ehrenamtlich, so wie Vlada Romanchuk. Unser Ärzteteam versorgt diese Kinder mit Medikamenten, behandelt sie. Und wir schenken den Kindern Hoffnung und Trost. Wir sind alle für sie verantwortlich und müssen ihnen helfen. Jeder Krieg ist auch ein Krieg gegen Kinder. Ein Herz für Kinder will Hilfseinsätze wie diese auch in Zukunft möglich machen. Vor allem Medikamente und Winterkleidung werden jetzt dringend gebraucht. Bitte spenden Sie. Und hier ist also der Mann, dessen Herz und dessen ganzes Leben eng mit dem Schicksal der Menschen in seiner ukrainischen Heimat verbunden ist. Guten Abend, Dr. Wladimir Klitschko. Ja, Wladimir, du bist außerordentlich engagiert in der ukrainischen Heimat. Ihr versucht, Familien zu helfen, die aus Kampfgebieten evakuiert werden. Ihr versucht, den Kindern zu helfen, die verschleppt waren, sie zurückzuführen an ihre ursprünglichen Heimatorte. Was machst du ganz konkret? Es ist ein Herzenseinsatz, unsere verschleppten Kinder zurückzubekommen. Seit Anfang des Krieges 2014 sind Hunderte von Tausenden von Kindern verschleppt, geklaut, rekrutiert worden. Später, nach 3, 4 Jahren, 5 Jahren mit Propaganda, brainwashed, Waffen ins Hand gegeben. Und es gibt Fälle, wo Familienmitglieder kämpfen auf beiden Seiten des Fronts. Mein konkretes Engagement ist natürlich, die verschleppten Kinder zurückzubekommen zu ihren Familien, zu ihren Verwandten, die noch am Leben geblieben sind. Es geht um Schicksale, es geht um Kinder, die wir identifizieren können. Fragen Sie nicht wie, aber in Russland, dass wir Omas, Mütter,
rüber nach Russland schicken können, dass die ihre Kinder abholen können und dann wieder in die Ukraine bringen können. Die ununterbrochene Angst vor dem nächsten Raketenangriff, die Angst vor der nächsten Bombe, vor dem nächsten Schicksalsschlag, vor der nächsten schlechten Nachricht vor der Front. Wie gehen die kleinen Menschen damit um? Wie versuchen sie umzugehen mit dieser unglaublichen psychischen Belastung? Es ist enorm schwer, sich in den Kopf eines Kindes einzusetzen. Kinder brauchen Kuscheln, nicht Kugeln. Kinder brauchen die Welt entdecken, nicht den Tod sehen. Es sind Fälle, die enorm schwer zu begreifen und überhaupt zu verstehen, wie das Menschen überhaupt machen können und wie das Putins Armee in der Ukraine Veranstaltungen macht mit einem Ekozid, einem Genozid. Und natürlich, die Kleinsten sind am schlimmsten betroffen. Das sind Kinder, die enorme Belastung, enorme schwierige Zeiten erlebt haben. Und das, was sie gesehen haben, es ist wieder schwer, die wieder darzustellen, psychologisch vor allem. Psychisch sind die enorm betroffen. Und wir versuchen natürlich mit Healing und Hope Centers, die wir auch mit ein Herz für Kinder aufgebaut haben, weiter zu unterstützen, dass deportierte Familien mit Kindern dann ihren Schutz finden, wenn die kein Zuhause haben, wenn die keine Möglichkeit haben, Hilfe zu bekommen und Unterstützung medizinische, psychologische und weiter. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht, dann stehen die Menschen in der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter in Folge. Woran mangelt es am meisten? Was fehlt am nötigsten? Es mangelt natürlich an die Unterstützung, die auch nicht nur finanziell, sondern die Organisationen, ihre Spezialisten dann uns geben können, wo die Kinder und Familien auch psychologisch betreut werden. Natürlich, wie gesagt, in den Healings und Hope Centers, die wir aufgebaut haben, dank Ein Herz für Kinder, dass wir das weiter betreiben können und die weiteren Familien einen Schutz finden können. Wir müssen aufpassen, dass wir bei den vielen krisenhaften Situationen in der ganzen Welt die Menschen in der Ukraine nicht vergessen. Wladimir, danke fürs Herkommen. Spenden Sie an ein Herz für Kinder. Spenden Sie unter 01802 10 10 10. Unterstützen Sie auch die Arbeit von Wladimir Klitschko. Wir sind ganz dankbar, dass du da bist, Wladimir. Danke für die Unterstützung. Bitte spenden auch das Buch, was vor 2 Monaten rübergekommen ist, auf den Markt gekommen ist, Gestohlene Leben. Das Buch erzählt über die Schicksale der Kinder. Und glücklicherweise, wir haben gestern 5 Kinder wieder aus Russland zurückgeholt in die Ukraine. Und die weiteren 3 werden nächste Woche kommen. Bitte unterstützen, bitte helfen. Wladimir, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch. Und danke für die eindringlichen Worte. Danke. Und Sie haben jetzt Gelegenheit zu spenden, anzurufen, den QR-Code zu nutzen, PayPal zu aktivieren oder online unter EHFK zu spenden. Und Sie können gleichzeitig einer zauberhaften Künstlerin, einer besonderen Sängerin zuhören. Einer Dame, die vor über, ich traue mich das gar nicht zu sagen, vor über 50 Jahren den Grand Prix gewonnen hat für Luxemburg mit Après toi. Später hören wir natürlich auch noch ihre große Hymne Ich liebe das Leben, ein Song, der Generationen verbindet. Und ich darf so viel sagen, das ist ein besonderer Moment, denn Vicky Leandros hat sich entschieden, demnächst ihre große Karriere zu beenden. Nur noch ein paar Konzerte und natürlich der Auftritt bei Ein Herz für Kinder. Guten Abend und herzlich willkommen.